Ja, hallo und willkommen. Ich zeige dir mal so ein bisschen, welches Spiel ich gerade momentan am Spielen bin. Deswegen zeige ich das mal kurz mit Level 1. Ich hoffe, man hört mich durch das Mikrofon des Controllers. Ich habe letztens irgendwann im Video gesehen, das wäre so eine tolle Neuerung bei der PlayStation 5, dass man Sachen durch den Controller hört. Also das ist doch bei der PlayStation 4 selbst schon ein alter Hut. Also ich habe auch schon etliche Sachen aus dem Controller-Lautsprecher gehört bei der PlayStation 4. So, ich zeige einfach mal den ersten Level, nur um kurz zu zeigen, worum es geht. Der kann man auch hoffentlich nicht so gut abfehlen. Das ist Rollen. Das ist natürlich ein Vorteil hier, wenn man die Steuerung von Little Big Planet kennt. Ich habe bei Little Big Planet 1 habe ich gespielt damals, dann Little Big Planet 2. Das war beides auf der PlayStation 3. Dann habe ich gespielt Little Big Planet 3. Das kam dann für die PlayStation 4. Das gab es aber auch nur für die PlayStation 3. Deswegen könnte ich mir vorstellen, weil das grafisch nicht so ist das wohl grafisch besser hier. Weil das ist halt immer der Nachteil, wie die Spiele die alten Konsolen nachziehen müssen. Das heißt, das muss erstmal für die alte Konsole optimiert werden. Man sieht dann Cyberpunk, was passiert, wenn das nicht so optimal gemacht wird. Dann hat man zwar für alle Konsolen. Das Problem ist jedoch, dass das auf den älteren Geräten eine Katastrophen gibt. Wie beispielsweise, das war ja der Fall, dass Cyberpunk auf der PlayStation 4 dermaßen abgestürzt ist, dass das aus Shops verschwunden ist. So, wenn wir jetzt runterrutschen. Hochgehen kann man nicht mehr. Also wenn ich jetzt denke, ich habe was vergessen, dann käme ich da nicht mal hoch. Ob hier noch was ist. Genau, hier ist noch was. Das geht so ein bisschen auf Zeit, da kann man sich also nicht stundenlang Zeit lassen für. Das kenne ich alles noch von Little Big Planet. Das sind auch so viele, das finde ich so schön. Referenzen quasi an das alte Little Big Planet. Das finde ich so schön an diesem Spiel. Auch die Musik, die kommt mir auch so bekannt vor. Hier die Kugel natürlich leer, weil ich hab's ja schon gespielt im Level. Das ist grafisch, ist das Gefühl, würde ich sagen, ist das doch schon besser als Little Big Planet 3. Was ist ja, wie gesagt, wenn die immer die alte Version noch hinter sich herziehen müssen. Dann ist das schon ein Problem. Das ist natürlich, wenn man die alte Konsole noch hat. Das ist ja wie hier. Wenn man die alte Konsole da noch hat, dann ist das jetzt auch kein so ein Drama. Das ist, man kann das Spiel noch spielen. Und ich weiß gar nicht, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, ob Little Big Planet 1, ich kann mir vorstellen, dass es noch unterstützt wird. Weiß ich es, aber ich kann es auch nicht beschwören. Quadrat ist ja zuhauen. Dann diese Sammelschellen. Macht Spaß, finde ich. Ist ein schönes Spiel, kann man machen. Vor allem dieses Plastische war immer das Schöne an diesem Spiel, finde ich. Dass das alle relativ echt aussah. Das sieht natürlich erheblich besser aus jetzt wie auf die Little Big Planet 1. Ich meine, da war doch auch noch was.
Einstecken kann er einen Treffer und dann beim zweiten ist er down. Also wir haben zwei Treffer, wie es genau nimmt. Also er geht nicht sofort down, wenn er getroffen wird. Finde ich schon praktisch. Was haben wir noch hier? Da müssen wir wieder hier gehen können. Ich guck, hier unten noch was war. Wenn ihr Teile kennt, dann da kommt dann natürlich der Stil dieser Musik, der sehr bekannt war. Hier natürlich, man kann sich an allem festhalten. Muss eigentlich ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in die falsche Richtung geschleudert wird. Das ist mir auch schon mal einem Level passiert. Dann schleudere ich, glaube in dem sogar, dann schleudere ich mich über den Abgrund hinaus. Und dann ist natürlich hier, ja gut, das ist natürlich nicht Game Over oder so. Ich abgekackt bin. Das habe ich nämlich so gemacht, dass ich über den Zaun drüber weg bin. So, und hier sind diese Teile hier. Das hat sogar eine Upwatch-Version. Wenn man sich jetzt irgendwann die PS5 holen würde, dann könnte man quasi, wenn das meinetwegen jetzt ein Jahr her wäre, oder sagt, es ist einem auch egal, ob es ein Jahr lang her ist, dann könnte man auch das Spiel in die PS5 reinlegen, dann wird quasi das Update, das PS5-Update wird dann gemacht und kostet nichts. So, die Tante habe ich schon gesehen. Ich glaube aber nicht, dass ich einen großen Rekord gebrochen habe von mir. Ich habe ja schon alles, deswegen zeigt er nichts mehr an. Wenn mir was gefehlt hätte, das jetzt angezeigt oder aufgefüllt. Aber auch links dieses Pick, das ist, wenn man nicht gestorben ist, und links dieses Geschenk. Wenn das doch nicht wäre, dann würde da so eine bei der Umrahmung des Teilchen im Pitlauf, wo dieser dunkle Rahmen, der nochmal um diesen runden Button ist, dann wäre da ein Fehler, was noch fehlen würde. Aber so seht ihr, was ich momentan spiele. Little Big Planet. Aber nicht für 69 Euro, ich habe es mir günstiger geholt. Als 39 oder so per Amazon. Da hat die noch einen Guthaben. Und dann haben die per Amazon Gutschein, haben die sogar noch das Porto erlassen. So, ich bedanke mich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.